Hast du auch schon mal Erfahrungen mit dem Jojo-Effekt gemacht? Wenn ja, dann unbedingt dranbleiben, denn ich erkläre dir jetzt anhand von 4 Tipps, wie du das zukünftig vermeiden kannst. Bevor wir jetzt starten, kannst du gerne noch abonnieren, damit du auch zukünftig nichts mehr verpasst, wenn es ums Thema Typ-2-Diabetes geht. Und du kannst dem Video natürlich auch gerne einen Daumen da lassen, wenn dir solche Themen gefallen. Der erste und allerwichtigste Punkt ist, dass du niemals hungern solltest. Okay? Also wenn du gerade in einer Ernährungsweise drin bist, wo du merkst, okay, satt werde ich davon nicht, es funktioniert zwar, ich verliere Gewicht, meine Werte sind auch besser geworden, aber du merkst schon, okay, mir fehlt Energie, ich bin ein bisschen abgeschlagen, ich esse mich nie wirklich satt, ich bin eher unzufrieden, dann kannst du schon davon ausgehen, dass du das nicht lange machen wirst. Klar, du kannst dich da über ein paar Wochen, vielleicht Monate reinzwängen, aber das geht nicht lange gut. Von dem her, Fundament sollte immer schon mal passen. Also schau, dass du dich jeden Tag satt isst, dass du zufrieden bist, dass du dich damit wohlfühlst, weil dann fällst du auch nicht wieder in irgendwelche alten Muster zurück. Der zweite Punkt ist, halt Abstand von einem ganz oder gar nicht denken. Ja, du musst nicht immer 100% geben jeden Tag, da machst du dich irgendwann kaputt. Es reicht vollkommen aus, wenn du eine Basis schaffst, die du ohne Probleme am Laufen halten kannst und du dir auch hin und wieder mal was gönnen kannst. Es ist einfach wichtig für die Psyche, für deine mentale Gesundheit, wenn du nicht immer alles so streng machst für dich und so zerdenkst und dir immer Sorgen und Gedanken machen musst, sondern wie gesagt, die Basis muss passen, du musst nicht immer 100% geben, schau, dass du vielleicht so diese 80% geben kannst und dann läuft es auch und du kannst deinen Zustand auch langfristig halten. Der dritte Punkt, dein Geschmack passt sich an. Das heißt, falls du jetzt eine neue Ernährungsweise für dich entdeckt hast und du merkst am Anfang noch, ist noch ein bisschen ungewohnt, ich komme noch nicht so ganz damit klar, das schmeckt irgendwie anders, ja, dann ist es natürlich ganz normal. Du hast ja über viele Jahre dir eine gewisse Ernährungsweise angewöhnt. Ja, das schmeckt auch wahrscheinlich dann, sonst hättest du es nicht so lange gemacht. Und alles, was neu ist, ist automatisch immer so ein bisschen komisch und anders. Ja, da muss man sich erst ein bisschen rantasten. Aber das Schöne ist, nach einer gewissen Zeit passt sich dein Geschmack eben an. Und Dinge, die dir am Anfang noch etwas komisch vorkommen und die dir vielleicht noch nicht so ganz schmecken, fangen dir auf einmal an zu schmecken. Und dann hast du eben auch diese Gefahr nicht mehr, dass du wieder zurückfällst. Also gib dem Ganzen immer Zeit und sag nicht schon nach ein paar Wochen, ja, das ist nichts für mich, das lasse ich wieder, sondern hab da ein bisschen Geduld, gib dem Ganzen Zeit und lass eben auch deinen Geschmackssinn diese Zeit sich an neuen Lebensmittel und Ernährungsweisen anzupassen. Und vierter Punkt, extrem wichtig, und zwar hinterfrag mal deine Emotionen, weil meist sind es ja nicht die Lebensmittel an sich, die dich wieder rückfällig werden lassen, sondern es sind eher die Emotionen und Gefühle, die du mit diesen Lebensmitteln verbindest. Es kann nämlich sein, dass gewisse Lebensmittel in dir irgendwelche Emotionen und Gefühle hervorrufen, ja, weil du es einfach über die Vergangenheit, über die vergangenen Jahre dir so angewöhnt hast. Zum Beispiel, wenn du Süßigkeiten isst, fühlst du dich irgendwie gut dabei. Es ist für dich so eine Art Entspannung, ja, du kannst von Stress entfliehen, du kannst aus bestimmten Situationen entfliehen, weil du einfach sagst, ja, während ich esse, muss ich ja nichts anderes machen oder ich kann nebenbei nichts anderes machen und dann gibt es so ein Gefühl der Entspannung, der Ruhe, der Zufriedenheit und das sorgt eher dafür, dass du Lust auf solche Dinge hast, wie das Lebensmittel an sich. Von dem her hinterfrage dich zuerst immer, wenn du so eine Art Heißhungerattacke bekommst oder Gelüste aufkommen, ist es wirklich das Lebensmittel oder möchte ich nur aus dieser Situation, in der ich mich gerade befinde, irgendwie entfliehen und die Lebensmittel dienen mir einfach als Werkzeug, um da rauszukommen. Und das ist eben ein ganz spannendes Thema, deshalb hinterfrag dich da mal, ob du mit bestimmten Lebensmitteln immer irgendwas unterdrücken möchtest. Ja, weil Lebensmittel schaffen ja so ein wohliges Gefühl, du schüttest Dopamin aus, dir geht's gut. Das heißt, irgendwas in deinem Leben scheint aktuell nicht so gut zu laufen und du möchtest da irgendwie entfliehen, du möchtest was unterdrücken und nutzt eben Lebensmittel als Werkzeug, damit es dir wieder besser geht. Und wenn du das immer für dich hinterfragst und dir das bewusst machst, dann kannst du auch diesen Kreislauf, sage ich mal, ganz gut unterbrechen. Und dann geht es einfach nur darum, dass du dir sozusagen neue Gewohnheiten aneignest. Also, dass nicht mehr die Lebensmittel, zum Beispiel die Süßigkeiten, dafür sorgen, dass du dich wieder gut fühlst, sondern dass du dich auf eine andere Art und Weise wieder gut fühlst. Also nochmal kurz die 4 Tipps zusammengefasst für dich. Erster Punkt war, vermeide es zu hungern, schau, dass du dich immer satt isst, dass du dich wohlfühlst. Zweiter Punkt, vermeide ein ganz oder gar nicht denken. Du musst nicht immer 100% geben. Schau einfach, dass die Basis passt und wenn du hin und wieder dir mal was gönnst, dann ist es auch kein Thema. Dritter Punkt, dein Geschmack passt sich an. Gib deinem Geschmackssinn Zeit, sich an neue Ernährungsweisen anzupassen. Hab da etwas Geduld und sag nicht nach 1-2 Wochen schon, na, das schmeckt mir alles nicht, das ist für mich nichts und lass es wieder bleiben, sondern bleib wirklich mal eine Zeit lang auch dran. Und vierter Punkt, hinterfrage mal deine
deine Emotionen? Sind es wirklich die Lebensmittel an sich, die dich immer wieder zurückfallen lassen? Oder sind es einfach diese Gefühle, die du mit diesen Lebensmitteln verbindest? So, das waren jetzt die 4 Tipps, wie du den Jojo-Effekt vermeidest. Ich hoffe, du konntest wieder was für dich mitnehmen. Und wenn du dabei Hilfe möchtest, kannst du dich gerne mal bei uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch bewerben. Dazu kannst du gerne mal auf unsere Website gehen, auf www.peterseidel.com oder einfach auf den Link in der Infobox klicken. Da kommst du zu einem kurzen Formular. Das müsstest du nur kurz ausfüllen, dauert ein paar Minuten. Und dann melden wir uns zeitnah bei dir. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du dieses Video hier siehst. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, besser leben mit Typ 2 Diabetes. Ciao, mach's gut, dein Peter.